Hallo, hier ist Lia 2004, heute mit dem zweiten Teil von Hashtag Fragen oder Hashtag Frag Lia. Und ich lese jetzt wieder ein paar Fragen vor. Wieder Canberra unterstrich 96, Hashtag Frag Lia. Könntest du mal einen Fußball verlosen? Und PS, ich komme aus Bad Lack, kennst du sicher. Noch eine Frage für nächsten Mittwoch. Was denkst du über den DFB-Pokal? Was würdest du ändern, wenn du es könntest? Was würde ich ändern am DFB-Pokal? Ich würde ändern, dass auf jeden Fall alle Drittligisten auch mitspielen dürfen. Dann würde ich machen, dass die immer Heimrecht haben, weil das dann irgendwie cooler. Und dass der FC Bayern immer im Finale ist. Ja. Maya Dominik 02, Hashtag Frag Lia, wie schätzt du dich im Fußball ein? Gut. 3-1 Time, schaust du oft im Fernsehen Fußball? Ja, Hashtag Frag Lia noch drunter geschrieben. L92 ACM, wie alt bist du und wie findest du AC Milan? Ist mein Lieblingsverein. Wie alt bin ich? Kannst du rechnen? 2004. Überlege mal kurz. Und AC Milan, nichts mit am Hut. Rune-13. Hashtag Frag Lia. Könntest du mal sage, Punkt, was du an dem Verein Bayern München so beeindruckend findest? Fan wird man nicht, Fan ist man, habe ich auch schon letztes Mal gesagt. Die Gabel links vom Teller. Hashtag Frag Lia. Wie finden deine Eltern, wenn du im Garten Fußball spielst? Haben sie nichts gegen. Borussia unterstrich U23. Hashtag Frag Lia. Warum hast du so viele Fußballsachen? Weil ich selber Fußball spiele und ja. Julius unterstrich Lorenzen. Hashtag Frag Lia. Könntest du auch mal ein Video machen, wo du im Verein spielst? Also ein Punktspiel oder so. Und aus welchem Bundesland kommst du? Mach weiter so. Vielleicht, weil wegen... Da müssen sich die anderen ja auch dafür Einverständniserklärungen geben. Und dann wollen die wahrscheinlich auch mitverdienen. Und deshalb ist das ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich sonst schon. Und aus welchem Bundesland kommst du? Niedersachsen. Nela unterstrich BEE unterstrich A unterstrich Schiritzle unterstrich Bibinator. Hashtag Frag Lia. Wie alt bist du und was magst du eher? Nike oder Puma? Fußballschuhe. Also ich mag eher Nike. Wie alt bist du? Rechnen. Und dann Nike oder Puma. Beide haben ganz coole Schuhe. Und ja, ich habe halt mehr Puma, aber Nike ist auch cool. Silas unterstrich X unterstrich 2004. Hi Lia, ich wollte fragen, wenn du nächstes Mal beim Spielerturnier ob du ein kleines Video machen könntest. Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen schwer, aber es ginge im Prinzip. Bene unterstrich SMT. Lia, ich liebe deine Videos. Könntest du mal ein Fallrückzieher-Tutorial machen? Bitte. Von mir aus. Jonas unterstrich 2102. Wen würdest du an der Stelle vom FC Bayern verpflichten? Gareth Bale und Messi. Ja. Nochmal von Jonas unterstrich 2102. Wie findest du das neue Bayern-Trikot und Robert Lewandowski? Ich finde das neue Trikot ganz cool. Auch hier unten mit diesem nochmal braunen Streifen. Und Lewandowski ist auch ein ganz cooler Stürmer. Herr unterstrich vorragend unterstrich 420. In welcher Liga spielst du Fußball? Hashtag Frag Lia. In der Bundesliga. In der Liga von den Sternen. Zusammen mit Messi. Lukas.Hölscher unterstrich 3.0. Hi. Und wie findest du Manuel Neuer von FC Bayern? Und wirst du mal ein Interview mit Mario Götze machen? Hashtag Frag Lia. Manuel Neuer ist einer der besten Torhüter der Welt. Und Interview mit Mario Götze, das wäre natürlich richtig geil. Aber jetzt noch unwahrscheinlich, aber später vielleicht. XSVMXN. Okay, das ist jetzt nicht so ein schönes Kommentar.
3-1-Time. Wo kaufst du deine Fußbälle? Hashtag frag Lia. Ich kaufe die nicht, die werden mir zugeschickt. So wie dieser schöne Ball von der Firma Exit. Unbedingt kaufen, voll gut. Keine Schleichwerbung, kein gar nichts, nein. Dann und dann noch Versan CR7. Magst du Ronaldo? Nee, der ist ein Mädchen und ey. Tschüss. Weitere Fragen könnt ihr wieder weiter schreiben, aber bitte nur unter so Bilder, die ich teile, wo Hashtag FuckLia 2, 3, 4 und so weiter drauf steht. Am letzten war das nämlich unter einem Ball. Unter einem Ball. Und das war nicht so geplant. Und tschüss.